Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Wir sind noch frei und sammeln Gras und machen da auch Heu. Ich habe überlegt, wir werden das einfach noch eine Portion bauen, eine Garage. Und werden mal das auf den Hof stellen. Das heißt, wir werden versuchen, in diesem Bereich eine Portion zu machen. Das heißt, ich muss vorher planieren, dass wir hier ein bisschen flacher kriegen. Also, erstmal ganz kurz das Gebäude. Aussuchen, wie groß ist unser Gewicht? Erstens mal die Größe, schau. Ne, also die Lage können wir so gebrauchen, abgesehen, und da können wir das auch gleich isolieren. So, Kalkwerk, Kiesgrube, Klärwerk, Flachter, Zementwerk, Pflaumen, Käserei. Schon soweit? Sicherlich. So. Erdhaufen, Zerrstoff, Sägewerk, Rübenknutze, Mischfutter, Pellets, Malz, Komposter. Hier, diesen Teil. Ferrameter. Das heißt, er wäre gar nicht mal so groß. Der ist noch einmal leer, siehst du das? So, das heißt, rein theoretisch müssten wir den so stellen, dass wir trotzdem noch fahren können, ne? In dem Bereich so ungefähr. Dann können wir die Kurse in neuen Kurs einfahren und können die trotzdem sammeln und hierher bringen. Wir werden so auf dem Weg. Oder wir werden das ein bisschen separat stellen, dass trotzdem die Wege frei bleiben. Dass wenn man nicht plötzlich in die Fahne rein. Und wenn man in diesem Bereich, den Bereich, komplett einebnet. Machen wir zuerst. Sollte man allgemein machen. Wenn man was bauen möchte. So ist es in dem Fall wie hier so uneben. Dann soll man das vorher modulieren. Das heißt, man macht auch das Hilfsmenü an. Wo man im Prinzip den kann. Anheben, absenken, angreifen, planieren. Planieren heißt, wir bringen die Sache jetzt auf diese Höhe. Das heißt, wir fangen hier vorne an. Dazu könnten wir den Radius ändern, ein bisschen kleiner und größer. So, wir können rund machen, wir können auch eckig machen, aber wir machen mal rund. Ich muss mir überlegen, wo ich eckig machen könnte, aber Stärke ändern, ja. Wir wollte tiefer, ne? Den Weg eigentlich nicht. Und wir holen das ganze System jetzt hier auf diese eine Höhe. Das Geld kostet auch. Denkt dran. Das müssen wir nämlich angleichen, ne? Also das ist ja jetzt klar. So, hier kann jetzt die Produktion hin. Jetzt sind wir mit dem Großzügiger. So, jetzt kann das Angleichen wird gemacht mit Mausrad. Also wer eine Maus hat, ohne Mausrad, hat ein Problem. Ne? Gab es ja mal früher auch mal nicht. Ne? Also, auch wenn der Weg hier mit dem Träger ist jetzt, ist es ein wir müssen aber angleichen, sonst gibt das extreme starke Fische sind auch weg, okay. Macht aber nichts. So, das haben wir jetzt erledigt. So, Panik kriegen, so, dann machen wir voll. So, jetzt gehen wir auf. Jetzt haben wir das fertig. Eingeebnet, auf Deutsch. Das ist eine Schräge, aber das macht nichts. Das muss nicht perfekt sein. Wir bauen jetzt unsere Produktion. Und zwar der Ferrameter. So, können wir hier bauen. Können aber auch drehen. Können aber auch, wäre angebracht. Ne? Also das Bierprinzip. Also
Also der Weg soll nach wie vor frei bleiben, ne? Also das ist ganz wichtig. Wir wollen ja auch noch was rausholen. Da der Versenk. So, jetzt haben wir gleich mal eine Straße malen, ne? Also wir haben noch Geld. Kurz angucken. Jo. Der braucht nämlich kein Diesel und dergleichen. So, gut. Da werden wir gleich mal ein bisschen. Und zwar, wir werden jetzt auf Malmodus gehen. Ne? Texturieren heißt X ist wechseln. Und dazu können wir den ein bisschen kleiner machen. Und hier werden wir jetzt unten rechts haben wir jetzt einen Bodentyp, den wir jetzt gesehen haben. Und bei Tab wird das angeglichen jetzt. Ne? Jetzt haben wir im Prinzip das so wie da. Dann haben wir hier eine Straße gemalt. Dann malen wir hier auch eine Straße. So, das hier erstmal, ne? Machen wir hier eine Straße. Hier mal sehen wir noch einen Takt mal kriegen hier, den Burschen. Ja, der kam gut rüber. So. Ganz kurz lassen. Werden wir die Ladung jetzt einmal da reinkippen. Wir werden das mal so machen, dass wir einfach die Fahrzeuge die abfangen, also ab. Also, ne? Fangen wir erstmal ab. Dann können wir die ersten Ladungen hier reinbringen. Das ist immer gut verstaut. Denn Gras jetzt ins normale Lager reinzubringen, würde ich persönlich nicht so gerne sehen. Wie gesagt, das Gras ist nicht halt eben haltbar. Man sollte es eigentlich schnell der Verarbeitung zufügen, dann ist es auch erledigt. Der Vermeter ist eine gute Lösung, schnell. Die gibt es auch in echt. Ob nur gerade so, das weiß ich nicht, aber halt, das gibt es halt schon. Ne? Also neue Kooperation muss ein bisschen rechnen, glaube ich. Das ist ein bisschen anders, ne? Oh, das hat gerade weh. So. Dann wird bald der zweite kommen. Wie man sieht, hat er jetzt gerade was zu tun. Und hier geht, glaube ich, auch 50.000 oder 100.000 rein. Und können wir dann auf 5 ergehen. Geschwindigkeit. Denn hier wird es voll sein. Ja, und das müssen wir gucken, ne, dass wir jetzt den zweiten abfangen. Oder jetzt ist, weiß ich nicht. Der ist, einer ist hier, alles da. Da er ja nicht ganz leer geworden ist, ist er jetzt auf nicht Streik, aber halt langsam, ne? Jetzt fahren wir den mal gleich dahin und sauber dafür, dass es ein bisschen mehr ist. Das Balltreffen, das ist auch nicht so ideal. Also, ja, da muss auch wieder jetzt nach hinten fahren werden. Ja. Das kann nicht sein, ne? Wenn er eine Weile arbeiten kann, die Heuschoppen. Ist ja auch wieder das Heu weg. Jetzt verschwindet wieder Platz. Dann können wir wieder Gras einfahren, dann geht es weiter. Und
brauche ich ja im Grunde viel Heu. Und dann brauchen wir nächstes Jahr keinen machen. Ne? Dann können wir mal voll auf andere Sachen konzentrieren. Ne? Wie jetzt Getreide oder ja, Mais war nicht gerade. Weil hat jemand einen Wunsch an Mais auf Karriere gemacht. Ne? Also dann muss ja auch nicht. Ich möchte Mais sehen, dann werde ich es machen. Die junge Kerle hier, Stammhalter hier. Aber ich bin immer echt gespannt, was die da aushecken. Ne? Also, und ist ja, die Pflege zwischen 5 entsprechenden Anforderungen höher schraubt, dann können wir über ganz andere Sachen machen. Ich meine, ich kann es unbedingt, dass das auch entsprechend der Markt ist. Großer, kleiner, schwacher Markt. Jedenfalls kann man auch verzichten. Ich baue nur allerdings im Rechnen zu mich an. Das sind neue Postbäder drin. Ich meine neu. Ja, ich sag mal so, ob der dann uns dann lässt. So, wir fahren mal mit. Dann lässt es hier mal trotzdem das Typ. Ja, wenn die voll kommen, das ist jetzt schon wieder Geschichte, was ich jetzt gerade erzählen will. Thüringen muss ich jetzt Produktion wieder für Samstag. Wir können alle einen schönen Samstag mit, also hat mir was eingefallen. Ja, der März ist jetzt voll dabei. Aber richtiger Frühling wird auch nicht kommen. Ne? Der April kann auch was bringen. Weißt du auch, der April macht ein Vermögen. Ne? Also kann auch ein Schneederweil sein. Ne? Aber Alfred West, lange liegen bleiben, wird das nicht mehr. Ne? Das ist dann eher unwahrscheinlich. So, gucken wir mal, wo der andere gerade fährt. Der fährt jetzt dahin. Wir dürfen hier ein bisschen. Ja. Damit der gerade? Ich weiß ja nicht genau, ob er mit eingreifen die günstig ist, weil er ja prinzipiell von vorne anfängt. Da ist der eigentlich im Modus rechts. Ja, man hat echt nur wenige Dinge. Fängt der jetzt vorne an oder ist er wieder in dem Bereich zu beobachten? Sonst nutze ich für. Ich würde vorne anfangen. Schlecht. Das ist natürlich Blödsinn und Quatsch. Ich kann nichts bringen. Ne? Also, wenn ich sage, dass ich jetzt geht es jetzt rechts oder links? Geht links. Der war ja vorne, ne? Die Pfeile sind in die Richtung zur Mühle. Eine Bahn übrig. Pfeile nach unten. Ja, das wird schwierig jetzt. Ne? Also, ja, wenn man Baden sammelt, dann ist es einfach. So. Der Modus ist jetzt Nami mit Weg.
muss man auch nicht mehr denken. Wer macht richtig, das ist richtig. So. Leistung ist vom Prozessor 10%, habe ich gerade bei 15. Passt. So. Der andere ist hier. Bringt ja nichts, ne? Wenn er jetzt hier die ganze Bahn noch fährt und sonst hier die Bahn, wo jetzt ist hier, das müsste die rechte Bahn sein. Was da gerade so links von mir ist, muss die rechte Bahn sein. Komm. Da werden wir ansetzen. Der passt da. Mal selber, ne? Aber links ist jetzt unten, probieren wir das auch nicht. Dann haben wir ja, der andere fährt jetzt hoch runter. Aber die Heuschaufel braucht ja eine Stunde, braucht die 30.000 Liter. Und unsere Fahrer fahren ja viel, viel mehr. Und daher ist es irgendwie, ja, langsam, ne? Entweder ist die Wiese zu hoch oder wir haben zu wenig Hochkontrolle. Oder beides. Da wird eine kleine Wiese auch machen, ne? Ja, und die Thüringen, das gefällt mir, ne? So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich muss dann auch schon ganz schön reinschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Rest Samstag. Natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr morgen zum Sonntag auch wieder reinschauen würdet. Es geht weiter mit Gras. Ja, leider ist das so. Und bald steht Raps an, aber wie gesagt, es muss nochmal reif werden. Es blüht gerade schön, ne? Wie man sieht, von Weitem. Gelb. Alles. Schöne. Ja, erste Blüte. Ist halt so, ne? Es ist halt früh, dass ich Gras ernte, muss ich nicht. So, wir haben den fertig. Checken wir den los. Wie gesagt, tschüss für die Videos. Ciao. Tschüss.